Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Echoes of the House, wieder einem netten kleinen Indie-Psycho-Horror-Game. Umfang 0,5 bis 1,5 Stunden, genauer konnte ich es noch nicht eingrenzen. Ja, so, und ich bin gerade ein bisschen Quassellaune. Für alle die, die es nicht hören wollen, denke ich hoffentlich dran, einen Timestamp einzufügen, dass ihr das überspringen und direkt ins Spiel gehen könnt. Ja, hatte jetzt Wochenende hinter mir, wo ich nicht aufnehmen konnte, dann habe ich immer ganz besonders Lust, mich hier mal wieder ranzusetzen. Erstmal vielen Dank für die neuen Abos. Es geht zurzeit richtig so ein bisschen ab. Bin ich positiv überrascht. Dankeschön. Natürlich auch vielen Dank an alle, die mir schon kürzer oder länger bereits die Treue halten. Vielen Dank für euren Support, fürs bloße Dasein. Dankeschön. Aber auch herzlich willkommen an all die, die sich dazu überwunden haben, hier auch mal ein Abo dazulassen. Auch sehe ich, es kommt häufiger mal oder deutlich spürbar häufiger jetzt schon mal ein Däumchen. Das freut mich auch sehr. Ich erinnere häufig nicht dran, weil ich bin auch einer, der vergisst es ständig. Ich gucke ja zum Beispiel gerne den Arbeitspulli, vor allem so seine, der macht so viel, ich kann nicht alles gucken, aber so die Winkler-Sachen gerne und seine Nachrichten und die Märchenstunde, herrlich. Und ich hinterlasse auch fast immer einen Kommentar, aber vergesse auch fast immer einen Daumen abzugeben. Ja, so ist das manchmal. Aber auch Kommentare werden auch ein bisschen mehr, freut mich auch. Gerne viel Input. Ich habe nämlich auch festgestellt, es kommt selten vor, aber manchmal kriege ich auch einen Downvote. Das ist auch hilfreich. Allerdings, ich glaube auch, das ist jemand von den Abonnenten, weil das kommt dann ein paar Mal hintereinander, da gefällt einem wohl eine Reihe oder so ein Thema nicht so richtig. Vielleicht, wer mag, auch gerne mal dazu schreiben, was war jetzt nicht so geil. Das hilft mir dann auch weiter. Vielleicht sind das ja Dinge, die kann man einfach abstellen, Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe. Kann natürlich auch sein, dass es Dinge sind, wo ich sage, okay, verstehe ich, aber ich würde gern dabei bleiben. Das kann natürlich auch sein. Ich sehe dann mich unter anderem auch so das Muster, gerade wenn jetzt so HBO-Sachen kommen oder jetzt auch The Killing Antidote oder auch, Sektor 7, diese Dead Space-Geschichte. Also über da, wo etwas laszive Frauen die Protagonisten sind, das kommt offenbar nicht bei allen gut an. Da kriege ich häufiger auch mal einen Daumen runter. Ist auch völlig okay, muss man nicht mögen. Ich hatte es dann ja bei Sektor 7 auch schon mal thematisiert, so ein bisschen Gedanken, die ich dazu hatte. Ja, also wenn das die Botschaft ist, angekommen. Es gibt hier ja auch andere Sachen. Also falls jemand gerade zusieht, der das war, ich respektiere, dass man das nicht so mag. Ich hoffe, du hältst mir trotzdem die Treue, denn ich werde es immer mal wieder einbauen. Es wird nämlich auch ganz gerne geguckt und ich beanspruche jetzt mal für mich, dass ich das auf eine Art und Weise rezipiere, dass es eben nicht anzüglich ist. Gerade weil ich das auch selber nicht so mag. Also wir alle schauen uns gern schöne Menschen an, Männlein wie Weiblein, davon gehe ich aus. Das steckt auch so ein bisschen in uns und dann spricht einen sowas, denke ich, auch an. Ich finde es aber auch unangenehm, wenn ein Spiel einfach nur daraus besteht, zu exposen den Charakter und das Spiel selber nur Nebensache wird. Das finde ich dann auch nicht mehr geil, das macht dann auch keinen Spaß und darum stelle ich auch bei der Ichiro-Reihe zum Beispiel auch nur die Spiele vor, die gut sind, alle anderen überspringe ich. Auch Killing Antidote ist einfach ein guter Survival-Horror-Titel, muss man sagen, der auch funktionieren würde, wenn die Protagonistin ausgetauscht werden würde. Aber sicherlich hat die auch dafür gesorgt, dass das Spiel so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist auch einfach ein gutes Stück Marketing, muss man dazu sagen. Genau, ja. Ich hatte jetzt auch generell mal überlegt, bevor ich hier immer so viel quatsche, ob ich nicht vielleicht mal alle zwei Wochen so ein Vlog mache, wo ich so einen freien Talk mache. Vielleicht animiert das dann ja auch mal mehr Leute dazu, sich dazu zu äußern. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. So, Ende der Durchsage. Wir gehen jetzt ins Spiel. Ich kenn's doch überhaupt nicht. Bin gespannt. Alle anderen, die übersprungen haben, willkommen zurück. Wir machen jetzt gemeinsam weiter. Los geht's. Ah, Intro. Hat schon mal diese VHS-Ästhetik, ne? Ohne diese Störzeilen, aber ansonsten so
diese Unschärfe, diese fast Doppelbilder. The house is just as I remember it from my childhood. Nothing has changed. Okay. Schon mal sehr elegant. Oh, wer ist das? Find Grandma, das wird die sein. Würde ich sagen. Dass man im Grunde direkt reingeworfen wird, aber schon mal ein bisschen was an die Hand bekommt, worum es gehen könnte. Oh. Grandma guckt Fernsehen. Okay, so sie machen. Grandma was so charming in her youth. She could light up a room with just a smile. Hey, sie war mal ein heißer Käfer, wie es heißt. I miss you, Grandpa. Oh, der war lustig drauf, offenbar. They were so young and so happy. Ja, ne? Also, schönes Bild. Sind wirklich glücklich. Schön. I think it's broken. Oh, das... Why did the cactus break up? It couldn't handle the emotional thorns. Ich find's schön, dass das alles kommentiert ist, auch mit Sprecher. I'll never forget the first time I saw the Eiffel Tower glowing at night. It took my breath away. Alles so Reiseerinnerungen, ne? I remember the thrill of hitting the ball and winning the trophy for our team. It made me feel like a sailor on a wild sea. Ja? I don't even remember having a toy rabbit. Oh, von ihm war er nicht, von mir ist er dann. Aber das wird jetzt ein bisschen viel. Ich kann mir vorstellen, wir brauchen noch Sachen, ne? Okay, hier kriegen wir da nichts mehr zu. Warum hört das jetzt auf? Hm. Hallo, Oma. Was guckst du denn da für den Müll? Christopher, I'm so glad to see you. Ja. Come in. I'm glad to see you too. How was your life? How are you feeling? To be honest, getting older is starting to show. But it's okay. I'm managing. Das klingt nicht so glücklich. You haven't been answering the phone lately. I was very worried, so I came over. I've missed you so much. But a lot has changed since our grandfather passed away. We miss him so much. Let me make us some tea. Wait, let me make the tea myself. Oh, thank you so much, sweetie. Wir machen Tee. Gut, an die, die jetzt kein Englisch sprechen, ich schaue nochmal, ob wir deutsche Untertitel bekommen. Ich fürchte aber nicht. Das ist da, glaube ich, nicht vorgesehen. Es war jetzt inhaltlich aber auch nicht so kompliziert. Warum ist denn das hier alles so niedrig noch? So kompliziert. Wir sind halt hier, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Wir haben angerufen und sie ist nicht ans Telefon gegangen. Und sie sagt, es geht ihr soweit gut, aber sie merkt das Alter halt. Sie arrangiert sich damit. Und sie wollte uns einen Tee machen, aber als guter Großsohn haben wir beschlossen, das machen wir einfach selbst. Und Opa ist ja ganz offensichtlich gestorben. Gehen die? Ah ja. Wir brauchen Schlüssel für, okay. Können wir ja nicht auch gleich mal abspülen, wo wir schon hier sind. The gas stove is dirty. Ja. There is no water in the kettle. There is no water in the kettle. Ja, dann nehmen wir den mit, oder? That's strange. There's no water. Ah, okay, das ist ein Problem. As far as I remember, there was a well behind the house. I hope the water is still clean. Ach so, da hole ich jetzt Wasser her. Ich dachte, da steht jemand. Das ist offenbar nur so ein Baumstumpf. Okay, also es gibt da hinten so einen Wasserauffangbehälter. Oder eine Wasserreserve. It's too dark. I need to find the flashlight. It should be somewhere in the kitchen. Gut, dann holen wir uns eine Flashlight. In der Küche. Oh, hier wird... Achso, wollte gerade sagen, hier wird hier viel Fleisch gegessen, aber da unten ist ja auch noch Obst. Milch. Feed the dog. Ich dachte schon mal kurz, ich hätte ein Hundehäuschen gesehen, aber das war nur die Mülltonne. Ich hoffe nicht, dass die für den Hund gedacht ist. Hm, ich sehe aber nirgendwo eine Taschenlampe. War das jetzt ein Tearing oder passiert hier gerade was? Okay, ich finde keine. I'm not hungry. A bag full of... I'm not even interested in what's inside. Wir hoffen einfach mal Kartoffeln, oder? Das wäre das naheliegende. Das inhaltlich gesündeste, was wir an Erklärung haben könnten. Gut, ich finde keine Taschenlampe.
Zeitung. Okay, ein 32 Jahre alter Patient mit einer seltenen Form einer früh einsetzenden Demenz ist aus der psychiatrischen Klinik verschwunden. Der Mann, der unter ständiger medizinischer Behandlung stand, wurde am Morgen vermisst, ohne Hinweis auf seinen Verbleib. Abgesehen von seinem jungen Alter leidet der Mann unter Gedächtnisverlust und Orientierungsstörungen, was sein Verschwinden besonders besorgniserregend macht. Der Arzt warnt, dass er wahrscheinlich nicht darauf achtet, was um ihn rund passiert, und er braucht dringend seine medikamentöse Behandlung. Die Polizei hat die Suche begonnen und bittet jeden, der Hinweise auf den vermissten Mann hat, diese zu melden. Okay. Ich bin mal gespannt, was das hier mit uns irgendwann zu tun haben könnte. Wir brauchen aber immer noch eine Taschenlampe. Und er sagte doch... Gut, er sagte, er hofft, sie ist in der Küche. Zugegeben hat er nicht gesagt, sie ist in der Küche. Wollen wir mal Oma fragen? Die muss doch wissen, wo sie eine Taschenlampe hat. Also, wie können wir... Ich wollte gerade sprechen, aber es kam nur Müll raus. I don't need it. Was ich sagen wollte, ist, wir können nicht mit ihr sprechen. Wir können ja einfach nochmal versuchen, andersrum ums Haus zu gehen. Vielleicht brauche dann ja auch gar keine Taschenlampe. Wäre das eine Lösung? Ach, da! It's too dark. I need to find the flashlight. It should be somewhere in the kitchen. Okay, wir kommen nicht drum rum. Zugegeben, das wäre eine weitere Programmierschleife, aber ich finde, Oma zu fragen wäre ein plausibles Szenario. Generell muss man sagen, diese Spiele, gerade auch die, die vielleicht nicht so dolle sind, allein, dass sie funktionieren, ist schon ein Heidenaufwand. Und manchmal ist es schade, manche will ich dann auch einfach nicht vorstellen, weil die einfach zu belanglos sind. Aber für Leute, die sowas noch nicht viel gespielt haben, vielleicht trotzdem interessant. So, Taschen... Ach, da! Hä? Ich muss nachher mal in der Aufnahme gucken, ob die da drin war. Habe ich die echt übersehen? Peinlich. Gut, jetzt können wir da hin. Jetzt weiß ich ja auch schon, wo wir hinwollen. Der Brunnen hier, das würde ja passen. I need a bucket. Du hast ein Bucket. Das sah aber nicht sehr sauber aus, ne? Das ist eher brakig. Da war jemand, oder? Oma? Du kriegst gleich hier erstmal einen Eimer auf den Kopf. Hm. Oma? Alles gut? Scheint so. Na gut. Dass der immer noch schaukelt, ist komisch. Na gut. Der Wind, das himmlische Kind. Hier rein, ne? Wait for the kettle to boil. Okay, wir warten, bis es kocht. Das klingt ganz gut. Wer hat da geklopft? Ich würde das jetzt gerne... I need a tea bag. I should look through the cabinets. Ah, okay. Nochmal. Fettuccine. Das sieht nach Trockenmilch aus oder so. Coffee? It raises my blood pressure. I prefer tea. Ah, Memme. Aber zugegeben. Ich hätte jetzt... Hier ist doch Tee. Oh, schön grün. So mag ich meinen Tee. Das so aussieht wie Waldmeister Wackelpudding.
Aber gut, der ist ja auch für sie. Was soll's, hier, Oma, dein Pudding. Grandma? Hello? That fast. It smells delicious. How do you feel? It's been very difficult lately. I can hardly do anything. My legs hurt so much that sometimes I can't even stand. So I sit all day and look through our old photographs. By the way, I brought my camera with me, so maybe we can add a few new photographs to your album. That's a great idea. Okay, wir holen die Kamera. Also sie meinte, sie hat sich über den Tee gefreut, war aber nur kurz weggetreten. Meinte, es ist so beschwerlich, an manchen Tagen kann sie gar nicht aufstehen. Dafür bringt sie den ganzen Tag damit, durch ihr Fotoalbum zu blättern. Und sein Vorschlag war, hey, dann machen wir doch mal neue Fotos für dein Album. Das fand sie super. Dann kann sie sich quasi selbst angucken, wie sie welk auf ihrem Sofa sitzt. Das ist, was guckt sie denn da schon wieder? Okay, das ist verstörend. Das ist doch meine Karre, ne? The trunk must be locked. I need to open it first from the driver's seat. Ah, sowas ist das. Kamera. I don't need medication. I'm as healthy as a bull. Du Bulle, du. Kommt der hierher? Na gut. Oma, kennst du eigentlich deine Nachbarn? Müssen wir uns Sorgen machen? Wo ist denn meine Kamera? Ah, hier. Das ist schräg. Wer hat da geklopft? Ums. Was war das? Oma, bist du ein Vampir? Warum flackert das? Das flackern meine Scheinwerfer? Oh. Die Maschine schreibt was. The globe was always a bit wobbly. Ich brauch schon noch ein bisschen. Sie ist fertig. Ach hier. Freeze my image and the truth will appear. Also friere mein Bild ein und die Wahrheit wird erscheinen. Also fang mein Bild ein, soll das dann wahrscheinlich direkt übersetzt heißen. Ne? Und die Wahrheit wird erscheinen. Ja, das haben wir gemacht. Das war nicht beruhigend. Könntest du gerne nochmal probieren. Diesmal hat's geklappt. Diesmal ist Oma drauf. Eine neue Nachricht. I've seen this tree somewhere. Okay. Ich bin dort. Warum bin ich dort? Ist da der Standort des Hauses? Denn das ist ja eigentlich da oben. Ich suche am besten mal nach dem Baum mit einem Licht dran. Da soll ich graben. Ist das ein Baum oder ist es eine Laterne? Nee, es ist schon ein Baum. Gehen wir mal hin. Da! I need a shovel. I should ask the neighbors. Welche? Wen wir hier? Das sind die direkteren Nachbarn. Hallo? Da steht auch wieder so ein K
Karnickel auf einem Tisch. Sind wohl nicht zu Hause. We don't want you here. Get the fuck out of here. Das ist ja nett. Also von denen werde ich, glaube ich, keine Schaufel bekommen. Gehen wir mal zu denen. Warum ist er nicht so unfreundlich zu mir? Ich bin doch nett, glaube ich. Obwohl, ich weiß noch gar nichts über mich. Vielleicht hat er recht. Vielleicht bin ich jemand, den man nicht haben will. Is anyone home? Who's there? This is your neighbor. It might sound a bit strange, but my cat passed away and I need to bury her. Do you happen to have a shovel? Also ich habe kein Ja gehört, aber gut. Ja, hier haben wir doch was. Ist zwar mehr ein Spaten als eine Schaufel, aber ich bin nicht wählerisch. Ist das ein Feuerzeug? Ja. I need to dig deeper. Einverstanden. Ist jetzt auch ein bisschen lahm. Okay. It's the one. Okay, also ein bekannter Revolver, der einmal benutzt wurde. Sieht so, als hätte ihn niemand gefunden außer Christopher. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Warum ist es auf einmal so dunkel? What the? Okay. Okay, das war überraschend. Das auch. Wenn wir glatt. Bisschen verrückt. What the fuck is going on? Gute Frage. I need to activate the emergency generator. It should be in the locked storage room, and the keys are likely hidden among the books. Okay, und meine Batterie ist kaputt. Examine the bookshelves for the hidden key. Okay. Aber wie kriege ich denn jetzt Licht? Ah, gut. Oma? Oma ist weg. Okay, wer bist du? Mokoko, hoffe ich. Ja, Mokoko, sehr gut. Ich habe den Schlüssel gefunden. Oma? Bist du auf Klo? Hm. Gut. Irgendwo müsst ihr eine Sicherung. Der macht so einen Lärm, wenn ich dagegen renne. Okay, das kann ich mir vermutlich schenken. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so. Den muss ich mitnehmen. Wo ist denn das Panel? Ach hier. There's no fuel. I saw gasoline in the storage room. Ah, okay. Ich muss hier noch betanken. Yeah, there's gasoline. There's no gasoline here. I should search near the boat by the lake. Okay. Aber läuft da draußen nicht ein Irrer rum? Wie soll ich da überhaupt hinkommen? Es ist stockdunkel.
Gibt's hier zufällig Batterien für meine Taschenlampe? Das wäre sehr hilfreich. How many movies I've watched on it. Okay, also ich soll search for near the boat by the lake. Ich habe doch keine Chance, das Boot zu erkennen. Tja. Wie machen wir das? Ich könnte ja mal den Zaun einfach entlang gehen. So viel zum Zaun. Ich höre Wasser. Was bist du? Ein Baum. Oh mein Gott. Da hinten scheint irgendwo das Haus zu sein. Da habe ich kurz mal sowas ähnliches wie eine Reflexion gesehen. Oh Mann. I should return. In Ordnung, aber wohin, mein Guter? Ich sehe nichts. Da ist mein Auto. Ah, da habe ich doch Sachen im Kofferraum. Vielleicht ja auch Batterien. Nee, ich kann nichts davon greifen. Aber hey, das ist eine gute Orientierung, glaube ich. Also, Lampen. Gehe ich jetzt einfach in die Richtung von meinem Auto aus. I should return. Okay, einverstanden. Aber wohin denn dann bitte, Dude? Hier ist das Haus. Hier ist die Tür. Hier ist der Zaun. Ich glaube, ich habe ein Boot gefunden. Ah, und ich habe Sprit gefunden. Sehr schön. Jetzt muss ich noch den Weg zurückfinden. Oh mein Gott. Ist das... Achso, das ist der Brunnen, okay. Dann müsste ich doch eigentlich auch mein Auto hier irgendwo sehen. Da ist mein Auto. Müsste da das Haus sein. Oder? Also nochmal zum Auto. Jetzt zum Haus. Der Zaun, sehr gut. Ach, ein Glück. Ich dachte, an der Stelle war es das schon. Wir haben Strom. Witzigerweise ging der Fernseher die ganze Zeit. Also irgendwie lang das hält. Und wo ist Oma? Du bist wieder da? Ist ja gut, aber. Where have you been for so long? I was. You look tired. Maybe you should rest. It was a long and tiring drive. I'm going to lie down for a bit. Nur so für Spaß. Okay, überzeugt. I should have a little something to eat before sleeping. Von mir aus. Ist die Tür hier zu? Ja. Ich mag den Stuhl hier irgendwie. Was wollen wir denn essen? Das? What even is that? Keine Ahnung. Nicht so wählerisch. Ah, hier haben wir doch genug. I prefer healthy food. Echt? Bist du drauf? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ein Weißbrot gesünder ist als eine Tüte Chips, aber okay. So, reicht dir das? Vielleicht nochmal einen Kühlschrank, oder? Da ist Healthy Food. Hier ist ein Apfel. Ach so, warte, ich habe bei der Oma auch Äpfel gesehen. Als ich den Weg gesucht hatte, war ich auch nochmal drin. Ich konnte hier Äpfel essen.
Einen hatte ich schon gegessen. Kann ich mir jetzt vielleicht hinlegen? Nee. Der Junge ist wählerisch. Was willst du noch haben? Warum ist da eine Schallplatte drin? Komm, Äpfel, Bananen, das... Was sind das jetzt wieder? Pasta. Ja, na ja, gut, okay. Sollten wir da auch mal nicht auch was anbieten? Aber vielleicht weg, falls er noch Kinder will. I'm feeling a bit dizzy. I think I'll head out to the porch to get some fresh air and enjoy the pasta. Oh, das ist eine Idee. Das ist schön. Ah, der Strom springt wahrscheinlich überall an, ne? So. Jetzt bist du hoffentlich satt. Ja. Das ist eine Idee. Gut, wir sollen wieder nach Oma gucken. Dann machen wir das doch. You know, Chris, when I was young, your grandfather always knew how to surprise me. He was a man who understood how to be strong and caring. I remember once he brought me to this house. It was so peaceful here. We loved this place. I was happy with him, but sometimes there was a sadness in his eyes. That evening, something changed. I remember it so clearly, as if something important slipped away. But even now, it feels like he's still nearby, watching over me. We were so young, so in love. There are days when I hear his voice when I close my eyes, as if he's still here, just lost in time. Don't worry, Chris. Love always finds its way to house. The picture is lost again. It's probably the antenna. I'll take a look. Okay, sie hatte von ihrem Mann, seinem Großvater, erzählt. Er war ein sehr fürsorglicher, starker Mann und hat sie oft überrascht. Und sie erinnert sich noch gut an die Zeit in diesem Haus, aber an einem bestimmten Tag, den sie sich näher beschrieben hat, hat sich auf einmal anders alles verändert. Er hat sich verändert, er hat anders geschaut. Und ja, jetzt wo er tot ist, hat sie das Gefühl, er ist immer noch in der Nähe. Und Liebe findet immer einen Weg in dieses Haus. Es klingt schön und gruselig gleichzeitig. Wir müssen jetzt aufs Dach. Ich denke mal, da brauchen wir eine Leiter, ne? War hier nicht eine Leiter? Hier. Das nimmt aber nicht mit. Na gut. Wie willst du denn jetzt aufs Dach kommen, mein Guter? Wenn du jetzt sagst, oh, ich brauche eine Leiter, dann sind wir keine Freunde mehr. Ah. Die Regenrinne rauf. Ach, hier ist eine Leiter. Okay, okay. Wir sind weiterhin Freunde. Aber man muss bedenken, diese Leiter kann auch jeder Psycho nehmen, der hier Mist bauen will. It looks like it's working. Sehr gut. Return home. Einfach mal der Gant vom Dach gesegelt. Na, Oma guckt weiter in ihren geisteskranken Schund. I need to get to bed, but I think I should barricade the doors with something. The night was very unsettling. Okay, ich soll die Türen mit Stühlen verbarrikadieren. Vielleicht mit dem hier?
Nein. Mit denen? This seems secure enough. I'll use the bathroom and brush my teeth before sleeping. Haben wir doch alles. Achso. Verdent. Nur echt mit den schwarzen Borsten. Ich dachte, ich könnte jetzt. Was fehlt da noch? Ich meine, Teeth nicht gebrushed. Achso. It's broken. Nicht schlimm. Ich will ja schlafen, nicht aufwachen. There's nothing for me to see here. Das ist creepy. Warum stift er nicht? Tihi, war nur ein Spaß, Oma. Ah. Okay. Bitte weggucken. Puh. Junge. Okay, jetzt kannst du aber schlafen gehen, hoffe ich. Ja, gut. Was war das? Oma? Fuck, okay. Was geht denn jetzt ab? What the fuck? Okay, ich will die Vinyls spielen. By the way, da war ja auch noch ein Kühlschrank, ne? Aber vielleicht hier was? Kann ich. Doch. Nee, kann ich nicht. Wo haben wir denn was? Find a way to play the vinyl. Oh, wo kommt denn hier? Was war das? Wer bist du? Glinda. Wer ist Glinda? Chris. Do you remember how we used to spend time in this house? Nee. You always knew how to make me smile. I laughed every time you'd come up behind me with that mischievous look, like you had a secret to tell, but always kept quiet. But that day, something was different. You looked at me in a way you never had before. There was something in your hand. I didn't even realize what happened until it was too late. Time seemed to stop for a moment, and everything became so quiet. Too quiet. If I could go back to that moment, maybe I'd understand what you were feeling. But now, it's too late, isn't it? I am really... Okay, sie meint, fragte mich, ob ich mich an die Zeit in diesem Haus erinnere. Und sie hätte so viel Spaß, wenn ich mich ihr mit verschwörerischem Blick näherte, als hätte ich ein Geheimnis, das ich aber nicht preisgab, und irgendwas scheint dann passiert zu sein. Und es gab keinen Weg mehr zurück, okay? Hier liegt wieder der Revolver, hier liegt ein Ring. Sekt. Blumen. Ein Wein. Koffer. Eine Fackel, okay. Ich
komme hier nicht durch. Ich wollte gern die Platte da holen. Was geht hier vor sich? Kisten? Glinda. Christopher. We're just shadows here now. Echoes trapped me in these walls. Leave before you fade with me. Glinda. Da geht sie, ne? Wo will sie hin? Da stand Sumpf. Was will sie hier? No, I can't do this. I need to get out of here. Ich höre eine Intensivbehandlung. I should return. Ja, aber wo sollen wir denn hin? Das ist eine Beatmungsmaschine und ein Monitor, was wir da hören. Immerhin Sinusrhythmus, aber relativ schnell. Das bin ich. Fuck. Pass mal. Ein Mensch kann durch einen Raum wandeln, den er sein ganzes Leben lang kennt, in dem jede Ecke einst Vertrautheit ausstrahlte, jetzt aber nur noch Schatten birgt. Echos von Erinnerungen, die entglitten sind und den Geist dessen hinterlassen haben, der einmal war. Das war ja total crazy. Spannend. Ja, ich wusste nicht, was uns erwartet. Es gab nur wenig Rezensionen, aber die waren positiv und es war auch wiederholt die Rede davon, es sei sehr originell. Das kann ich absolut bestätigen. Verrücktes Spiel. Ja, haben wir es geschafft. Abgesehen von dieser Suche in der Dunkelheit, rundes Erlebnis. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.